Wir haben ein sehr, sehr großes Problem. Daniel Perser liebt immer noch Mariam. Aber Mariam liebt auch Younes. Aber irgendwie liebt Mariam doch auch noch Daniel. Ich weiß auch gerade nicht, was da ganz genau abgeht. Erstmal, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut. Es ist auf jeden Fall eine Menge passiert so. Ich dachte jetzt, das Thema Younes, Daniel, Mariam ist endlich zu Ende. Aber nein, Staffel 8 kommt doch noch raus. Ich war in den letzten Tagen viel unterwegs so. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen auf jeden Fall Bescheid. Ich war in Frankfurt unterwegs. War auch mit Pumpin' Monkey unterwegs. Schöne Grüße an dich erstmal, Bruder. Dazu wird aber noch separat ein Video kommen. Wir waren jetzt auch nicht unbedingt wegen YouTube dort. Wir waren wegen einer anderen Sache dort. Aber ihr werdet auf jeden Fall mit der Zeit noch vieles erfahren, so. Das wird aber auf jeden Fall krass. Aber kommen wir mal jetzt zurück zu Daniel, Mariam und so weiter. Ich weiß, dass viele Leute sagen werden, wie Daniel, wie kannst du dann noch Mariam lieben und so weiter. So denke ich auch, wie kann er noch Mariam lieben, nach all dieser Sache, die passiert ist. Aber wir wissen wirklich nicht, was in Daniels Kopf abgeht. Der Junge tut mir doch so oder so leid, Digga. Der lebt doch ohne Familie hier, ja, ne, der hat doch niemanden, wo er sich, ja, ne, festhalten kann. Der Junge tut mir einfach leid. Ja, ne, er hat sich wirklich krass verliebt in diese Mariam und, ja, man sieht ja auf jeden Fall, dass Mariam ihn geliebt hat, ne. Aber egal, was denn ganz genau passiert. Die Ereignisse überschlagen sich auf jeden Fall. Die Schwester von Mariam hat auf jeden Fall ein Bild gepostet. Zusammen mit Daniel und Mariam. Und alle waren auf jeden Fall erstmal geschockt so. Wie kann es sein? Am Ende hieß es auf einmal, ja, die haben sich nur unterhalten wegen einer anderen Sache. Das hat ja nichts mit deren Beziehung zu tun. Ja, ne, wen wollt ihr verarschen? Ja, ne, wenn das doch eine irrelevante Sache wäre, wieso postet ihr das dann in eure Storys, ja, ne? Das habt ihr alle bewusst gemacht, Mann, damit die Zahlen steigen. Aber egal, alles schön und gut. Macht mal schön weiter. Dann kommt noch bald auf jeden Fall Staffel 9. Nachdem die sich da getroffen haben, hat Daniel auf jeden Fall ein Video gepostet auf Instagram. Das blende ich euch mal kurz mal ein. Der hat auf jeden Fall ein Video gepostet und meinte irgendwie, egal was passiert, Mariam, ich werde dich für immer lieben und so weiter. Wer war die Erste, die das geliked hat? Mariam. Ja, ne, Mariam, kannst du dich auch mal jetzt entscheiden so? Ja, ne, du likest sogar seinen Beitrag. Ja, ne, schenkt ihm doch noch mehr Hoffnung. Weißt du, wie ich meine? Du hast doch schon sein Leben auseinandergenommen. Ja, ne, warum likest du das noch und chillst dann noch hinterrücks mit Younes Amiri? In dem gleichen Moment chillt sie wirklich mit Younes Amiri. Der hat das ja in die Story gepostet. Aber Younes wurde eifersüchtig. Wollt ihr mal wissen, was er direkt danach gepostet hat und danach hat er es auch wieder gelöscht. Ja, ne, Younes postet ein Video von den beiden, wo er drunter schreibt, nur ich weiß, was sie wirklich will. Nur ich weiß, was sie wirklich will, meint er. An Amanako, du Mundschuju, du bist gerade mal seit 3 Wochen mit der da unterwegs, sagt schon, ja, nur ich weiß, was sie wirklich will. Mit deiner kleinen Krokette, Amanako. Macht der mir auf Mann, yo, warte, diese Younes regt mich einfach unnormal auf, ich möchte meinen Controller am liebsten so aufessen. Und dann sind auf einmal Videos aufgetaucht. Weil Maria meinte zuvor, ja, ich habe mich nur mit Daniel getroffen, wegen meiner Schwester und so weiter. Aber dann wurde von denen ein Video gepostet, wo die zusammen Hand in Hand rumlaufen. Gebt euch das mal. Leute, Daniel und Mariam sind noch zusammen. Ja, ne, wo ist deine Schwester? Hä? Ich dachte, du bist wegen deiner Schwester da hingegangen. Wo ist deine Schwester? Das heißt, du hast noch Zeit mit Daniel verbracht. Ja, ne, wie viel Hoffnung schenkst du den armen Jungen, Digga? Das Ding ist, Daniel ist auch noch so dumm. Was heißt dumm, Digga? Der ist einfach blind vor Liebe. Egal, was sie macht, er verzeiht dir einfach, Digga. Bruder, Daniel, das geht nicht, ha. Der wird von vorne bis hinten voll verarscht. Aber Bruder, wenn du jemanden zum Reden brauchst, du weißt, ich bin am Start. Und es ist mir egal, was ihr da alle gerade schreibt. Wie kann es sein, dass du hinter Daniel auf einmal stehst? Ich stehe hinter dem Jungen, ja? Das hat auch nichts mit Lutschen oder sonst was zu tun, Digga. Das hat was mit Menschlichkeit zu tun. Der Junge hat niemanden. Der Junge hat einfach niemanden. Und ich kann nicht zusehen, wie alle auf den drauf gehen und so weiter. Das geht nicht, Mann. Jeder kann sich auf jeden Fall seine eigene Meinung bilden, aber wenn irgendwas sein sollte, ich stehe auf jeden Fall hinter Daniel. Der Junge hat doch eh niemanden. Und ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Aber egal. Die Mutter hat sich auf jeden Fall auch noch dazu geäußert. Wollt ihr das sehen? Viel Spaß. Daniel und nicht hat einen richtigen Job und so. Deswegen. Aber ehrlich für euch, von meinem Herz, lieber Daniel, ja, nicht Younes. Younes, ja, mag, aber sehr, sehr schlechter Charakter. Ey, ne, guck mal, was die eigene Mutter zu Younes sagt, Digga. Gebt euch das mal, ja? Nur selbst die eigene Mutter sagt das. Wie sagt man so schön? Die Eltern haben immer recht. Und Mariam, werd mal langsam wach, ja? Auch wenn du wieder mit Daniel zusammenkommen solltest, finde ich auch schon ein bisschen cringe, aber egal. Der Junge tut mir unnormal leid. Ich glaube, dass du wirklich einfach mit den Gefühlen anderer spielst und das geht nicht. Das macht man einfach nicht. Auch schon in deinem Alter, dass du schon so viel Kontakt hattest zu Jungs und so weiter, dass du schon so viel Erfahrung hattest mit Jungs, das ist krass, Digga. Ja, nee, das ist krass. Da geht Typ Boklo, aber nachher die trifft sich mit 1000 Jungs. Ja, nee, selbst deine Mutter sagt, ey, Younes hat einen schlechten Charakter. Ich will nicht wissen, was bei euch zu Hause noch abging, Alter. Ja, walla. Ich will das nicht wissen. Und ich bin, gefällt das nicht mehr. Überhaupt nicht. Und oft, ich habe geredet, oft mit Younes. Gerade eben, ich habe gesagt auch. Und
Aber Daniel ist gut Herz und ein bisschen wie ein Babyherz. Wallah, ich finde die Mutter unnormal süß, ja. Mariam Klemm am Date, ja. Nein, Spaß, Eib. Nein, aber Wallah, ich finde die unnormal süß, ja. Daniel, du siehst auf jeden Fall, deine Schwiegermutter findet dich immer noch süß. Deine Schwiegermama liebt dich immer noch. Ja, ne Bruder, du hast auf jeden Fall da noch Chancen. Ja, ne Mariam, du weißt Bescheid, geh jetzt endlich wieder mit Daniel zusammen, ja. Was willst du da mit so einem Besen auf Crack? Wallah, Yunus sieht aus wie so ein Besen auf Crack. Nein, natürlich Spaß, ich sehe selber aus wie so ein Fußnagel am Nachhinein. Voilà, ich bin richtig ehrlich für euch. Ich mag das nicht, zum Beispiel, wenn ich bin nicht das zweite Gesicht oder so, nur eine, und was mit meinem Herz ich rede. Ja, was ich sollte machen. Aber vielleicht lernen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, nee, warte mal. Wir haben gar nicht darüber geredet, ne? Warum hat die Mutter einen eigenen TikTok-Kanal? Warum hat die Mutter eine eigene TikTok-Seite? Wallah, krass. Ja, nee, das ist echt krass, Digga. Bruder, Frauen in ihrem Alter, die wissen noch nicht mal, wie ein Handy angeht, Alter. Und die geht auf TikTok live, hat schon Fans und so weiter. Krass, Alter, wallah. Ich will das nicht immer sagen, ja, das ist gut, jetzt ist es schlecht, jetzt so. Aber ich habe gesagt euch, ich liebe Daniel sehr, Charakter Daniel besser. Wie locker sie das auch noch im Video sagt. Charakter auch besser von Daniel. Alla, die Mutter ist krass, ich schwör's dir. Daniel ist Herz sehr gut, ist immer verzeigen, schnell und so. Das richtet sehr schnell. Aber bei Younes, ich habe jetzt so mecken 3 Wochen jeden Tag telefonieren, 2, 3 Mal. Ich rede mit Younes und dann. Ich glaube, das ist immer, Jonas hat viel zu tun auch. Und erstmal Abitur muss machen und ist viel mit YouTube und dann viel mit TikTok, viel zu tun. Auf jeden Fall, der hat viel mit Tuk-Tuk zu tun. Ja, Mann, Tuk-Tuk. Nicht TikTok, Tuk-Tuk. Aber dann kommt die Story von Yunus, wird mir jeden Tag zugesendet. Ich sehe immer, der ist jeden Tag mit Mariam, Land. Das ist, ja, ich habe keine Ahnung, was, aber. Ja, ne, man merkt auf jeden Fall, die Mutter ist überfordert. Die tut mir auch irgendwo leid, ja. Aber sie ist auch irgendwo selbst schuld, Digga. Die braucht mehr Kontrolle über ihre Tochter. Das ist deine Tochter, Alter. Kümmer dich mal mehr darum. Ja, ne, ich möchte dir nicht zu nahe gehen oder so. Ihr wisst aber, wie ich das auf jeden Fall meine, so. Das, was sie im Internet abzieht, das geht gar nicht. Ja, ne, dass sie von einem Schwanz zu einem anderen Schwanz hüpft, ist ja richtig ehrenvoll, Alter. Aber bitte nicht weiter, was ich habe geredet. Alles im Video und YouTube und. Bitte, wenn ich rede mit euch, nicht weiter. Ja, Mann, alles klar. Sie startet einen Livestream auf TikTok und sagt, bitte sag das nicht weiter. Vor 900 Menschen. Geil. Geil. Ist doch klar, dass es auf YouTube landet. Das ist doch klar. So, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall gehört, was die Mutter gesagt hat. Aber scheißt mal kurz da drauf. Ich finde es auf jeden Fall krass, was Mariam hier gerade abzieht, ja? Tam, okay, wenn sie angeblich mit Daniel und so weiter abgeschlossen hat, wie kann es sein, dass sie seine Sachen liked? Wisst ihr? Wie kann es sein, dass sie sich mit den Russen trifft und es dann auf einmal ein Video gibt, wo die da alleine rumlaufen? So, das verwirrt mich ja auch richtig krass gerade. Eigentlich, keine Ahnung, ich halte davon nichts, so. Aber wir können ja nicht zu Daniel sagen, ey, hör auf, die zu lieben. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, nee, das ist ja Daniels Sache. Und der arme Junge tut mir auch wirklich leid. Bei Younes sieht das aber ein bisschen anders aus. Der Typ, der hat noch eine Familie. Er hat Menschen hinter sich. Daniel hat aber niemanden hinter sich. Der hat doch keine Familie, Digga. Deswegen tut der arme Junge mir auch so krass leid, Wallah. Die einzige Liebe, die er in letzter Zeit bekommen hat, war ja von Mariam so ein bisschen. Dass Mariam wirklich auch noch so herzlos ist, nicht mal, keine Ahnung, eine Chance gibt oder so, direkt das schon öffentlich postet, dass die Schluss haben und so weiter. Ich sag euch ehrlich, dieses Internet hat eure Beziehung kaputt gemacht. Das ist Fakt. Ihr habt immer sofort alles gepostet, wenn ihr mal ein bisschen Beef hattet. Junge, dass man in der Beziehung mal streitet, das ist ganz normal, ja. Das ist wirklich ganz normal. Aber dass ihr das dann sofort öffentlich postet und so weiter, das ist ekelhaft. Und das ist doch der Grund, weshalb eure Beziehung beendet wurde, Digga. Ja, irgendwo seid ihr auch selbst schuld. An alle da draußen so, wenn ihr in eine Beziehung kommt, postet das nicht irgendwie in der Öffentlichkeit. Vor allem an die YouTuber. Postet das nicht irgendwie in eure Story oder postet das nirgendwo. Macht das nicht öffentlich. Das ist der größte Fehler. Ich spreche aus Erfahrung, vertraut mir. Deswegen haltet eure Beziehung privat, ja? Also ich bin kein Fan von. Wenn ihr das machen wollt, dann macht das, ja? Aber die Augen anderer sind sehr, sehr groß.
Deswegen passt bitte auf euch auf. Ich meine das auch wirklich nur gut. Ich meine das nicht böse. Ich wünsche auch niemandem was Schlechtes. Ja, Leute, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Deswegen folgt mir alle auf Instagram. Dort poste ich sehr viele Sachen auch über dieses Thema so. Und ja, Mariam, gib mal Daniel wieder eine Chance. Was ist da los mit dir, ja? Ja, ich spiele nicht mit Yumyums Gefühlen auch noch. Der ist auch irgendwo ein Mensch. Weißt du, wie ich meine? Du kannst ja nicht mit Yunus zusammen sein und mit Daniel gleichzeitig. Das geht nicht. Deswegen entscheid dich mal langsam. Das geht gar nicht. Du bist jetzt gerade mit Yunus zusammen. Auf einmal gehst du mit Daniel raus. Hä? Entscheid dich mal wirklich langsam. Ich glaube, dieses Mädchen hat Stimmungsschwankungen. Ich glaube, dieses Internet hat sich auseinandergenommen. Aber egal, Leute, was ist denn eure Meinung? Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da, auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein.